So, hallo und herzlich willkommen auf der Bank, auf der grünen Wiese mit Hundegebell im Hintergrund. Leider sind sie nicht stillzukriegen und leider geht ansonsten das Kettensägengesäge los. Ich habe also die Wahl zwischen Hundegebell und Motorsäge. Ich habe mich jetzt also für Hundegebell entschieden. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ich weiß ja nicht, inwieweit das dann zu hören ist. Ich habe den Mikrofonpuffer drauf, das sollte ein bisschen was helfen. Und wir sprechen über Seven vs. Wild, Staffel 2, mal wieder. Ich glaube, das ist mein dritter Beitrag zu dem Thema. Und da hätte ich noch ein paar kleine Anmerkungen zu machen. Erste kleine Anmerkung aus aktuellem Anlass, weil das wichtig ist, dass wir da einfach wenigstens mal kurz drüber gesprochen haben, damit ihr meine Position diesbezüglich kennt, bevor dann auch noch ein paar von euch nachfragen oder mir unlautere Dinge unterstellen wollen oder sonst wie. Um den Fritz Meinecke, der ja nun mal der Initiator und ein Stück weit Hauptfigur von der ganzen Veranstaltung ist, gab es ein paar Kontroversen in den vergangenen Wochen bis Monaten. Das waren meines Wissens einmal die zum Teil die Bewerber und wie er damit umgegangen ist für die Wildcard. Da gab es ein paar Kontroversen zu dem Thema. Dann waren es frauenverachtende Äußerungen und sein Umgang damit, insbesondere sein Umgang damit, fand ich tatsächlich ziemlich miserabel, dass man das mal sagt. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich auf den Deckel, das kann ich als Mann ein Stück weit nachvollziehen, ein Stück weit. Ja? Ich hoffe, als ich noch jünger war, sowas nie gemacht zu haben. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, konkret sowas mal gemacht zu haben. Ich will es aber nicht ausschließen, als ich eben noch jünger war, ob ich nicht vielleicht auch mal solche Kommentare in diese Kategorie, vielleicht so krass bestimmt nicht, aber in dieser Kategorie gemacht habe. Das will ich wirklich nicht ausschließen. Daher ist das immer so ein bisschen ein Thema. Der Umgang hinterher damit, sich dann eben da eher drüber lustig zu machen und das Gefühl zu haben, da nichts falsch gemacht zu haben, das halte ich für falsch. Ich finde schon, dass da eine gewisse Fehlerwahrnehmung hätte erfolgen sollen vom Fritz, meiner Meinung nach. Und übrigens, wenn ich weiß, wovon ich rede, ist auch okay, kein Problem. Ne? Also ich will hier jetzt nicht das Ganze nochmal wiedergeben. Nur, ja. Ja, also ich bin da nicht zufrieden mit. Bin ich wirklich nicht. Das ist auch nur den Fritz Meinecke. Nur in Anführungszeichen ein YouTube-Kollege aus dem Outdoor-Bereich, bestenfalls. Ein sehr großer, klar. Aber wir sind ja keine Kumpel in dem Sinne. Ne? Und das geht mich jetzt also gar nicht mal so viel an. Trotzdem die Frage, wie geht man jetzt damit um? Muss man jetzt aufgrund von Kontroversen, mindestens mal Kontroversen, bis hin zu falschen, ich würde sagen eher falschen, Äußerungen des Initiators von Seven vs. Wild, Seven vs. Wild canceln, wie es so schön heißt heutzutage? Darf man das jetzt deswegen nicht mehr gucken, weil man den Meinecke nicht mag? Und da habe ich eine Zeit lang wirklich drüber nachgedacht, ob ich mich da vielleicht, falls das jemand tut, weiß ich nicht, ob ich mich da anschließen muss, soll, möchte, und bin zum Ergebnis gekommen, nö, mache ich nicht. Ich werde also weiterhin so über Seven vs. Wild berichten, wie ich da Bock habe, darüber zu berichten, beziehungsweise kommentieren, wie ich Bock habe, darüber zu kommentieren, weil ich trenne auch sonst Künstler und Werk. Das heißt, ich gucke mir Wagner-Opern an, beziehungsweise höre mir Wagner-Opern an, obwohl Wagner mit ziemlicher Sicherheit vorsichtig ausgedrückt. Und an dieser Stelle die freiwillige Selbstzensur, bevor ich jetzt den Richard Wagner hier mit allen möglichen bösen Begriffen betitle. Rassist darf man ihn sicherlich nennen, beziehungsweise der Fachbegriff wäre Antisemit, wie dieses Zitat hier belegt. So jemand ist mir grundlegend ziemlich unsympathisch, seine Musik ist trotzdem toll. Ja? So, weiter geht's. Ich gucke auch gerne Filme mit Kevin Spacey in der Haupt- oder Nebenrolle, finde den nach wie vor einen hervorragenden Schauspieler, obwohl er wahrscheinlich ein ziemliches Piep. Auch hier wieder die freiwillige Selbstzensur. Gegen Spacey liegen diverse Vorwürfe der sexuellen Belästigung vor. Der hat sich also äußerst unbeliebt gemacht in Hollywood. Und ja, da würde ich auch sagen, das ist eine Charaktereigenschaft, die ich auch außerordentlich unsympathisch finde. Und hier kann man definitiv den Mann, ich sag mal vorsichtig, nicht mögen, aber deswegen ist er trotzdem ein toller Schauspieler. So, und jetzt zurück zum Ben vor Ort. Weiß ich nicht, kenne den Kerl ja nicht persönlich. Ja, aber das sind zwei Beispiele, wo ich Künstler und Werk durchaus zu trennen gedenke. Und das werde ich bei Seven vs. Wild genauso machen.
Punkt aus, Ende. Nur einfach, damit wir da mal drüber geredet haben. Das wäre mir nämlich einfach wichtig, weil ja eben auch sehr viel über genau solche Themen, gerade auch in meiner Zuschauerschaft auf meinem Kanal, wir haben hier ja ein etwas höheres Niveau, durchaus auch mal diskutiert wird. Ja? Ein etwas höheres bis sehr hohes Niveau mitunter. Ne? Und das ist schon vielleicht schon noch mal ein bisschen was anderes als die meisten Kollegen. Nicht, dass ich denen irgendwas Böses unterstellen möchte, aber jetzt ein Gute-Laune-Lifestyle-Kanal bin ich halt nicht. Bei mir werden auch kontroverse Themen diskutiert und dementsprechend habe ich auch Zuschauer, die sowas gewohnt sind, sage ich jetzt mal. Ne? So, das also vorneweg. Daher wollte ich das einfach mal ansprechen. Das heißt, ich finde es nicht gut, aber das ändert nichts dran, dass ich trotzdem über das Werk gerne weiter diskutieren möchte. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich mit dem Fritz nie wieder was zu tun haben möchte. Ich habe mit dem eh nicht viel zu tun, außer dass er mich mal zwei, dreimal erwähnt hat und ich zwei, dreimal auf ihn persönlich eingegangen bin. Und das war es ansonsten aber auch. Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Gut. Jetzt. Thema weniger Gegenstände. Da wollte ich noch ein paar Takte zu verlieren. Es ist ja so, dass es im Gegensatz zur ersten Staffel jetzt nicht mehr allen erlaubt ist, automatisch 7 Gegenstände maximal mitzunehmen, sondern man kriegt jetzt nur noch so viele Gegenstände, wie man persönlichen Skill vorweisen kann, beziehungsweise sich selbst zugeordnet hat. Das heißt, die Teilnehmer wurden gefragt, für wie fähig haltet ihr euch? Gewinnt ihr das Ding oder werdet ihr eher Siebter, sofern ihr dann überhaupt so lange durchhaltet? So, und je nachdem, wie die sich dann eingeschätzt haben, kriegen die jetzt eben 7 oder nur einen Gegenstand mit. De facto kriegen Fritz und Otto nur einen Gegenstand, der Joris glaube ich 3, die beiden Damen 4, also Nova und wie heißt der andere, Sabrina, dann der Sascha 5 und der Knossi alle 7 Gegenstände, beziehungsweise 6 und Zigaretten. Und ja, das war auch ein Teil der Kontroverse, das wurde viel diskutiert, eben auch in Fritz' eigener Community und auch auf anderen Kanälen, ob man das nun gut findet oder nicht. Ich persönlich gehöre zu denjenigen, die das gut finden. Mich hat nämlich bei Staffel Nummer 1 ein bisschen gestört, dass zum Teil das Teilnehmerfeld in den ersten Tagen sehr schnell ausgeräumt gewesen ist und mich der Außenseiter, in Anführungszeichen, also der Dave, der keinerlei Berührungspunkte mit dem ganzen Survival-Krempel bis dahin gehabt hat, außer sich vielleicht dazu ein paar Videos reingezogen und so weiter, dass der halt so schnell weg war, dass man gar nicht sehen konnte, wie geht denn ein Außenseiter mit der Thematik um. Und daher bin ich jetzt gespannt, was zum Beispiel so ein Knossi, ob ich den jetzt persönlich mag oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber trotzdem bin ich gespannt, was so ein Knossi mit dieser Situation anstellt. Und damit der halt nicht ganz so schnell weg ist, finde ich das auch ganz gut, dass er dann auch wirklich volle 7 Gegenstände dabei hat, was, und das müssen wir jetzt auch nochmal irgendwie so ein bisschen zugrunde legen, wahrscheinlich für das Szenario dieser doch eher einfach zu überlebenden Insel ein deutlicher Vorteil sein wird und das wahrscheinlich dann auch zu einer ziemlich machbaren Angelegenheit. Ziemlich machbar, ohne jegliche Erfahrung, immer noch natürlich eine Herausforderung, aber einer ziemlich machbaren Angelegenheit machen könnte. Da kommt natürlich noch Faktor Einsamkeit dazu, je nachdem, wie man charakterlich drauf ist, hat man damit ja massive Schwierigkeiten, bis hin zu zumindest einige Schwierigkeiten oder auch gar keine. Wie gesagt, ich hatte ja schon bei der ersten Staffel erzählt, mir persönlich ist das völlig wurscht, das empfinde ich als Urlaub, 7 Tage allein sein. Aber ja, kommt immer darauf an, wie man da individuell mit umgeht. Gut, ne? Also, daher, ich persönlich finde das gut, denn diese Insel vermutlich, dazu komme ich dann auch gleich im weiteren Verlauf noch, wird nicht so schwierig sein im Sinne von da klarzukommen wie Schweden, weil wenn du nass wirst, ist wenigstens nicht kalt, nass wirst du es wahrscheinlich werden. Die Nächte sind generell nicht kalt, Temperaturerhalt wird nicht so die große Schwierigkeit darstellen, zumal ja noch dazu kommt, klar, vielleicht ist es ein bisschen kühl, aber die machen da ja nicht Naked Survival, sondern die haben Klamotten. Die haben auch ein potenziell wärmendes Kleidungsstück, meinetwegen einen super dicken Pulli. Und mit einem super dicken Pulli plus noch einer Jacke drüber, und noch ein T-Shirt drunter, da sollte es dann wirklich bei den zu erwartenden Temperaturen, selbst wenn man nass geworden ist, wenn es ein Synthetikpulli ist, der wärmt auch nass, da sollte eigentlich die Temperatur kein großes Risiko darstellen und kein großes Problem darstellen. Und daher halte ich jetzt die massiven, okay, damit bist du sofort ausgeschieden, wenn dir das passiert, Faktoren für überschaubar. Das ist nach wie vor ein Unfall, ja, das kann natürlich immer passieren, Verletzung mit dem Werkzeug, Verletzung mit Ast auf den Kopf kriegen, Verletzung mit was auch
immer auf den Kopf kriegen, von der Kokosnuss erschlagen werden, im Wasser auf den Seeigel treten, was weiß ich, sowas in die Richtung. Ja, das kann natürlich trotzdem in jedem Fall passieren, das konnte in Schweden auch passieren, in der Hinsicht nimmt sich das nicht viel. Aber der Faktor Temperatur, und der ist relevant, niedrige Temperatur, der ist weg. Der Faktor hohe Temperatur, der ist neu dazugekommen, das hatte ich ja in meinen bisherigen Videos zu dem Thema, zur zweiten Staffel ja auch schon angesprochen, dass eben durch Hochtemperaturen durchaus auch Gefahren drohen, wenn man sich dann zu viel bewegt. Bewegt man sich aber nicht zu viel, und das ist bei Nahrungsmangel ohnehin etwas, was man dann freiwillig wahrscheinlich tut, sich nicht allzu viel bewegen, und Wassermangel möglicherweise, dazu kommen wir dann noch, ist das erstmal wahrscheinlich überschaubar, das Risiko dafür. Zumal ich das Gefühl habe, dass die allermeisten der Teilnehmer jetzt nicht irgendwelche Nordland-Junkies sind, die im Sommer nach Skandinavien flüchten müssen, weil es ihnen in Deutschland zu warm wird, sondern eher absichtlich noch ans Mittelmeer fliegen oder sonstige warme Regionen, um da Urlaub zu machen, ne? Oder zumindest das schon mal gemacht haben oder zumindest damit kein größeres Problem zu bestehen scheint. Daher würde ich behaupten wollen, dass die wahrscheinlich mit den hohen Temperaturen einigermaßen zurechtkommen, sofern sie da jetzt nicht ein Floß bauen wollen, um zur Nachbarinsel überzusetzen und solche Späße. Ja. Wenn das der Fall sein sollte, dann habe ich das tatsächlich falsch eingeschätzt, aber ich gehe davon aus, das ist überschaubar. So. Inwiefern jetzt im Gegensatz zu Schweden hier jetzt Naturgefahren durch wilde Tiere dazukommen, dazu dann später noch mehr. Übrigens, ich fuchtel hier mit dem Messer rum, keine Angst kriegen, das liegt nur einfach daran, dass das hier liegt, weil ich das nachher noch brauche. Und das war ja in Schweden auch nicht wirklich ein realistisches Risiko. Ja, da gibt's Bären, ja, da gibt's Wölfe, dass einer von beiden vorbeikommt, so unwahrscheinlich, dass man das wirklich quasi als nicht wirklich relevant ansehen können. Und so ähnlich schaut es meiner Meinung nach jetzt auch für diese Insel aus, aber dazu dann später mehr. Gut, muss mal kurz den Akku wechseln. Kommen wir mal noch zu der Art der Gegenstände, beziehungsweise was die Leute jeweils mitgenommen haben. Somit der häufigste Gegenstand ist natürlich eine Klinge. Ich verstehe nicht, warum manche Leute ein kleines Messer mitgenommen haben. Ein Stück weit ist natürlich irgendwo der Sicherheitsfaktor da etwas, was eine Rolle spielen könnte. Wenn du also so gut wie nie mit einem Messer hantierst, dann ist eine kleine Klinge natürlich besser zu kontrollieren als eine große Machete. Andererseits ist halt eine große Machete, insbesondere im Dschungel, beziehungsweise da wird es wahrscheinlich keinen richtigen Dschungel geben, so wie wir uns das jetzt vorstellen, gehe ich schwer von aus, komme ich auch nachher noch zu. Aber nichtsdestotrotz ist in dieser Umgebung eine Machete schon ein deutlich multifunktionaleres Werkzeug als ein kleines Messer, weil man mit einer Machete halt doch auch größere Mengen Material, ich sage jetzt gar nicht unbedingt Holz, auch tropische Blätter und sowas sind durchaus so hart und so groß und so fasrig, verholzend, auch wenn auch nicht unbedingt aus Holz, dass da ein größeres Werkzeug schon hilfreich ist, dass man das irgendwie bearbeiten kann. Klar kann man ein kleines Messer nehmen, wenn man zusätzlich eine Säge hat. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, ist, glaube ich, die Sabrina gewesen, die das so gemacht hat. Weiß ich nicht genau. Hab's nicht mehr auswendig im Kopf, wer was mitnimmt. Aber wenn man nur ein Werkzeug zum Bearbeiten von Material dabei hat, dann würde ich auf jeden Fall auch die Machete nehmen wollen und bin da also d'accord mit den anderen Leuten mit Machete. Und ich weiß zufällig, ich habe mir da ein bisschen was angeguckt, was die jeweils zu den Gegenständen gesagt haben, die Kandidaten, zum Beispiel der Sascha, hat hinterher mit sich gehadert, dass er nicht eine größere Machete mitgenommen hat. Stimmt, ja, so wie der Kerl aussieht, hätte er ja durchaus auch so einen 2 Meter lang Biedenhänder oder irgendwie sowas mitnehmen können und da Palmen einfach fällen, um an Kokosnüsse zu kommen, wo es dann Palmen hoffentlich im größeren Umfang gibt. Ja, nee, aber das ist tatsächlich einfach so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Also für diese Umgebung ist ein größeres Messer, wenn es das einzige Werkzeug ist, definitiv die bessere Wahl. Wenn man sich anschaut, was die Einheimischen, wenn sie in den Wald gehen, so dabei haben, das weiß man durch die Bank, wenn man entsprechende Dschungel-Survival oder ähnliches Literatur liest, wenn man entsprechende Filme guckt, entsprechende Berichte von Leuten, die tatsächlich in der Region auch mal gelebt haben, sich anschaut, dann Haumesser, Machete. Gegenstand Nummer 1, den jeder in dieser Region dabei hat, standardmäßig immer. Die haben kein kleines Messer, die haben eine Machete. Punkt, aus, Ende. Jeder. Und die Einheimischen werden schon wissen, was sie damit tun. Jetzt ist natürlich aber ein sicherheitsrelevanter Faktor, den ich dann auch vollkommen akzeptiere, wenn jemand sagt, ja gut, ich fühle mich aber unsicher, wenn ich so ein Riesending dabei habe, damit tue ich mir weh. Das ist natürlich ein Faktor. Ja?
absolut akzeptabel und macht, ergibt dann auch Sinn. Gut, dann zum Beispiel, die Nova hat einen Biwaksack dabei. Da haben sich jetzt einige drüber lustig gemacht und das ist so einer der meistdiskutiertesten Gegenstände. Ich finde das doch durchaus eine gute Idee, weil so wie sie das begründet, dass sie damit ihre hermetisch schließbare Hülle hat, um sich auch psychologisch dann weiterzuhelfen, wo sie dann ihr kleines Zuhause hat, sozusagen ihr kleines sehr warmes Zuhause möglicherweise, aber doch ihr kleines Zuhause, wo die Krabbelfiecher draußen bleiben, wo die Mücken dann mal draußen bleiben, wo der Regen, wo der Wind draußen bleibt, wenn das für sie ein Thema sein wird und wo sie sich mal zurückziehen kann und einfach Ruhe hat, wo sie auch Dinge, die trocken bleiben sollen, deponieren kann, während sie selber noch draußen unterwegs ist. Und unter dieser Prämisse kann ich den Biwaksack tatsächlich ganz gut nachvollziehen. Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht mitgenommen, aber das umso spannender, dass es dann einen solchen alternativen Gegenstand gibt und dann werden wir hoffentlich sehen können, inwieweit das jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Dann Axt statt Messer, warum nicht? Da argumentiert die Nova, die hat auch die Axt dabei, ja damit, dass er mit der Axt seit Kindesbeinen an geübt ist sozusagen und ja, fühlt sich damit wohler als mit der Machete. Tatsächlich hat sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht, dass ein vorzugsweise so zwischen die Beine hackendes, nach unten hackendes Arbeiten mit der Axt, mit breiten Beinen, ja, und immer schön vor sich nur runterhacken. Auf diese Art und Weise mit der Axt zu arbeiten, das ist tatsächlich sehr, sehr sicher. Da kann kaum was schief gehen. Während eine Machete bei schrägen oder sonstigen Schlägen potenziell wirklich sonst wohin ausrutschen kann, insbesondere wenn man was festhält und dann noch mit der Machete drauf rumhaut, dann haut man sich mit Macheten, passieren gerne mal Unfälle. Ja, das gibt es häufiger. Da muss man schon wissen, was man tut, beziehungsweise sehr vorsichtig damit umgehen, wenn man es nicht weiß, was man tut. Und daher kann ich diese Entscheidung voll und ganz nachvollziehen. So, dann haben ein Haufen Leute den Greil-Wasserfilter dabei. Wer nicht weiß, was das für ein Wasserfilter ist, den die da alle dabei haben, das wurde ja als der Geheimtipp schlechthin und so weiter und so fort verkauft. Ich habe da übrigens schon vor vielen Jahren über das Ding mal berichtet. Also, ne, nur, dass wir hier uns klar sind, dass dieser tolle Geheimtipp, das war mir jetzt einfach persönlich kurz wichtig, den hatte ich auch schon vorher mal wo erwähnt. Tatsächlich ist das ein Chemoabsorptionsfilter, der unter anderem mit Aktivkohle arbeitet, aber auch mit verschiedenen Membranen, die eine elektrische Ladung aufweisen und gramnegative, also eine positive Ladung aufweisen und gramnegative Bakterien und sonstige Einzeller, die diese gramnegative Ladung aufweisen, bleiben da dran hängen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil das sind die allermeisten, die einen krank machen. Der hat kein klassisches Filterelement in dem Sinne, dass da eine kleine Pore drin ist, die wie ein Sieb funktioniert, sondern eben wirklich Adsorption, magnetische, elektromagnetische Absorption, Van der Waals-Kräfte und sonstige Geschichten, die da in der Chemie eine Rolle spielen. Zum Teil sogar, könnte sogar Ionenbindung mit eine Rolle spielen, die halt wirklich so ziemlich alles, was einem irgendwie nicht gut tut, aus dem Wasser rausholt. Das ist zusammen mit bestimmten Filtern von, Soja, glaube ich, die erweiterten, nicht der Soja-Squeeze, das ist dieses kleine Quetschding, was jeder kennt, so ein Allerweltswasserfilter, der auch nicht so besonders teuer ist. Die haben noch zusätzliche bessere Filter, die insgesamt so einen Schaum haben. Also es ist im Prinzip eine Flasche, in der Flasche ist ein Schaumstoff. Der Schaumstoff ist behandelt auch wieder mit Materialien, an denen verschiedene Krankheitserreger und verschieden geladene Teilchen, die einen möglicherweise nicht gut tun, hängen bleiben und der arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Ich glaube, das ist der S3, der S1, irgendwo sowas, Soja S irgendwas jedenfalls. Und das sind die beiden Filter, die eben diesen Chemoabsorptionsmechanismus für sich nutzen und sind damit wahrscheinlich bei jeweils sehr niedriger Kapazität, aber wahrscheinlich die sichersten Filter, die es auf dem Markt so gibt. Hätte man alternativ auch irgendeinen klassischen Wasserfilter mit Aktivkohlegranulat von Katadyn und riesiger Filterkartusche, das ist so ein relativ großes Ding, relativ schwer mitnehmen können, wäre damit genauso sicher. Ja, weil wir müssen nicht mit Schwermetallen oder chemischen Verunreinigungen auf dieser Insel rechnen, denn nur für die ist es, das ist ja quasi der große Vorteil, den so ein Greil-Wasserfilter gegenüber einem anderen Wasserfilter hat. Jetzt andererseits ist der Greil als ein Gegenstand gleichzeitig noch ein Gefäß, das wäre jetzt so eine normale Wasserfilter Pumpe von zum Beispiel Katadyn nicht. Daher kann ich also schon den Greil als Geheimtipp in Anführungszeichen
für mich halt gar nicht. Daher muss ich dann mal so ein bisschen schmunzeln beim Geheimtipp. Den kann ich schon sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Also das ist wirklich bei einer geringen Kapazität, ich meine so 250 Liter oder was, ist das einer der leistungsfähigsten Wasserfilter, die es so gibt auf dem Markt. Ist das wieder ein Lärm hier? Moment. Ja, Thema Feuermachausrüstung. Alle Welt hat einen Feuerstahl. Kann man machen. Ich glaube, Feuerzeug ging nicht, war dann verboten. Alternativ hätte Streichhölzer gegeben, ich hätte Streichhölzer genommen. Warum? Weil man muss sich mit dem Zunder nicht so Mühe geben. Und tatsächlich weiß ich einfach nicht, mangelnder Erfahrung, wie einfach oder schwierig feinestes, trockenes Material zu finden ist auf einer Tropeninsel in der Regenzeit. Betonung Regenzeit. Inzwischen wurden da ja ein paar Experimente vom Internet durchgeführt und mir hat man auch die Info zukommen lassen, dass sich Kokosfaser tatsächlich ziemlich gut entzünden lässt. War dummerweise der Meinung, das würde gar nicht mal so gut brennen. Muss wohl wirklich sehr, sehr trocken sein, ansonsten glimmt sie bloß. Wenn sie aber sehr, sehr trocken ist, lässt sie sich wohl auch ganz gut entzünden. Das geht wohl auch ganz gut mit dem Feuerstahl, sofern man die dann in trocken findet. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Streichholz hätte man 10 Stück gehabt, das sind ja bloß 7 Tage. Und jetzt muss man mal überlegen, wie wichtig ist eigentlich ein Feuer. Dazu hat der Otto auch schon gemeint, seiner Meinung nach wird das Feuer überbewertet, dem würde ich mich anschließen wollen. Man darf ja nicht vergessen, in 7 Tagen kannst du nicht verhungern. Das heißt, ein unbedingtes Nahrung zu bereiten im Sinne von Brutzeln und so weiter. Das ist natürlich spannend, wenn das jemand versucht. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn das jemand versucht und hoffe, dass das viele, viele versuchen werden. Aber unbedingt notwendig ist das sicherlich nicht. Weshalb ich auch gut nachvollziehen kann, dass die Leute, die nur einen Gegenstand mitnehmen können, sich für die Machete entschieden haben, anstatt für einen Feuerstahl oder sowas in die Richtung. Ja, weil lieber dann ein Werkzeug, mit dem man dann auch massiv was bauen kann, was dann notwendig sein wird, als eben ein sicheres Feuer. Zumal zum Feuermachen ja noch andere Möglichkeiten bestehen, kommen wir noch zu. Ja, aber wenn ein Tool zum Feuermachen mitnehmen, ich glaube, ich hätte mich auch so irgendwo bei 4 Gegenständen eingeschätzt. Einfach, weil ich vom Charakter her auf keinen Fall gesagt hätte, ich sehe mich auf Platz 2 und kriege dann 3 Gegenstände, sondern ja, ich hätte mich bestenfalls im Mittelfeld eingeschätzt, davon abgesehen, dass ich aufgrund von Hunger sowieso nach 3 Tagen spätestens keinen Bock mehr hätte. Habe ich auch schon mehrfach erzählt, die Geschichte. Ja, aber bei den 3 Gegenständen, die ich mitgenommen hätte, wäre dann Firesteel gar nicht dabei gewesen, weil ich dann wirklich gesagt hätte, entweder klappt die andere Methode zum Feuermachen, die man in den Tropen gut anwenden kann, oder Variante 2, ich brauche nicht unbedingt ein Feuer. Warum brauche ich unbedingt ein Feuer? Ja, stattdessen hätte ich dann tatsächlich ein Mückennetz mitgenommen. Ja, auch eine Machete, ein Mückennetz und ja, dann, ja, das sind so die 2 Sachen, wo ich sage, die will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt haben. Seit sich rumgesprochen hat, dass auf der Insel mit Müll zu rechnen ist, wäre dann auch der Topf nicht unbedingt was ich mitnehmen würde. Ansonsten Machete, Mückennetz, Topf. Ja, das wäre dann so meins gewesen. Kann aber auch mit dem Joris sehr gut leben, mit seinen 3 Gegenständen, dass der gesagt hat, Machete, Topf und Feuerstahl. Ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Aber Mückennetz hätte ich, also wenn ich 4 Gegenstände gehabt hätte, je nachdem ob 3 oder 4, weiß ich jetzt halt nicht. Ne? Nur so rein hypothetisch nicht, dass ich da, ne, will ich ja gar nicht, davon abgesehen, ja, muss ich nochmal betonen. Aber theoretisch hätte ich mich dann wahrscheinlich für bei 4 Gegenständen Topf, Feuerstahl, Machete, Mückennetz entschieden, bei 3 Gegenständen Machete, Topf und Mückennetz, wahrscheinlich, so in etwa. Ne? Mückennetz und Hängematte, geht das? Wäre das gegangen? Ich glaube, das wäre auch gegangen. Dann hätte ich vielleicht auch das genommen. Nicht, dass ich mir zutraue, ein wirklich wasserdichtes Dach zu bauen, aber zumindest bei gutem Wetter mal vor den Mücken geschützt in der Hängematte rumliegen, das wäre schon was Cooles. Ja? Ja, und warum nicht unbedingt Topf? Na eben, weil wenn Müll rumliegt, dann liegt auch sowas rum, mit Sicherheit. Also wenn Müll rumliegt, ist so einer der häufigsten Müllgegenstände, die man mit ziemlicher Sicherheit finden kann, irgendeine Form von PET-Flasche. Ob es eine große, ob es eine kleine oder sonst wie. Und damit kann man jede Menge Zeug improvisieren. Und da wir eben ja schon die Insider-Info haben und das auch wirklich bei den Kandidaten angekommen ist, dass man mit einer gewissen Anschwemmung von Müll wirklich rechnen darf, ja,
hoffen wir mal, dass das Risiko wäre ich bereit gewesen einzugehen, sage ich jetzt mal, und dann ein Stück weit mit Müll zu rechnen. Das tut auch die Sabrina, das habe ich mitbekommen, dass die bei der Wahl ihrer Gegenstände oder bei der Diskussion um ihre Gegenstände sehr häufig als Argument, das könnte man mit Müll improvisieren, gebracht hat. Und damit ist auch die Notwendigkeit, Schnur mitzunehmen, weil Schnur wäre prinzipiell auch sehr, sehr, sehr hilfreich, hat sich erledigt, weil man die mit Müll nun wirklich problemlos improvisieren kann. Aus Naturmaterialien muss man ein bisschen gucken. Zum Beispiel gehe ich nicht davon aus, dass in dem Ökosystem dieser Insel nennenswert Lianen rumhängen, dass man einfach mit Lianen problemlos Schnur improvisieren kann. Das glaube ich weniger. Aus Kokosfaserschnur flechten hat der Joris, glaube ich, auch schon ausprobiert. Heißt der so? Ich glaube, so heißt er doch, oder? Ich hoffe. Ansonsten tut es mir wirklich leid, ne, unter uns. Also das wäre auch noch eine Option, generell einfach aus verschiedensten Fasern da noch irgendwelches Bindematerial zusammenbasteln. Zigaretten brauche ich nicht, habe keine Sucht, die in Form von physischen Bedürfnissen stattfindet. Also im Sinne von ich brauche unbedingt jeden Tag einen Würfel Käse oder sowas in die Richtung. Das wäre schön. Aber einfach generell, einfach die Futterknappheit wäre natürlich ein Thema gewesen. Aber eine Sucht wie rauchen müssen, wäre für mich jetzt kein Problem. Wasserfilter, ja klar, kann man auch noch drüber nachdenken. Das ist halt schon irgendwie relativ hilfreich. Nur, nochmal, es gibt solche Flaschen vermutlich. Und daher, nee, brauche ich keinen Wasserfilter. Ja, schlimmstenfalls muss ich mit so einer Flasche 8 Stunden noch durchhalten, bevor es was zu trinken gibt. Und wenn sie da ankommen, wird es auch wahrscheinlich irgendwie regnen. Und die erste Maßnahme, die man dann wirklich machen muss, in Anbetracht dessen, dass man schnell wieder trocken ist, nachdem es dann wieder trocken ist und der Regen aufhört, zumal es ein Tageszeitenregen ist. Das heißt, es regnet mal in großen Fetzen und dann ist wieder gut. Und dann regnet es mal wieder in großen Fetzen. Also das wechselt sich immer ab. Also üblicherweise, wenn da der Klimawandel in der Region nicht auch schon ganz massiv zuschlägt und sich plötzlich irgendwelche Standardwetter für die Region ganz, ganz massiv ändert. Ja? Aber auch da eben das Vorhandensein von Müll und die hohe Wahrscheinlichkeit, PET-Flaschen sogar finden zu können, macht die Sache wirklich, wirklich leichter. Ansonsten als Gefäß gibt es immer noch halbierte Kokosnüsse, also Kokosnussschalen sozusagen, oder eben einfach nur oben leicht angeschnittene, leicht geöffnete oder an der Sollbruchstelle diese 3 Punkte, die eine Kokosnuss unten hat. Einer davon ist immer sehr weich, da kann man einfach reinbohren, kann von da erstens die Kokosnuss prima austrinken. Das ist das Keimungsloch, da sitzt quasi der Embryo und der ist nun mal weich. Ja. Embryonen sind weich, Tipps fürs Leben. Oje. Auch pflanzliche. So. Und da kann man relativ einfach reinbohren und hat dann hinterher die komplette Kokosnuss quasi als Stauraum sozusagen zur Verfügung. Zumindest für einen Tag lang da mal ein bisschen Wasser aufbewahren geht das. Irgendwann musst du halt gucken, dass du das Fruchtfleisch rausbekommst, weil sonst schimmelt die das da drin irgendwann, dann wird es unappetitlich. Aber für einen Tag sollte das eigentlich auch bei den Temperaturen kein großes Problem darstellen. So, jetzt fange ich an, zusammenhangloses Zeug aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich glaube, dann haben wir es im Wesentlichen mit den Gegenständen. Ansonsten ist mir jetzt nichts aufgefallen, was unglaublich super krass. Oh toll, das würde ich auch mitnehmen und das ist ja eine ganz absolut geniale Idee. Das ist ein Punkt derjenigen, die sagen, pro Nase 7 Gegenstände wäre lustiger gewesen, den ich so ein Stück weit verstehen kann, weil dann hätten wir eine größere Auswahl an verwendeter Ausrüstung. So, dass das jetzt doch stark limitiert ist, hat jetzt mehr oder weniger jeder, der zumindest ein paar mehr Sachen mitnehmen darf, zumindest mal ein Schneidwerkzeug und einen Firestyle dabei. Ja, bei denen, die noch mehr mitnehmen dürfen, ist es dann im Prinzip dann sehr schnell auch wieder ein Gefäß, dann der olle Wasserfilter und es fehlen wenig Alleinstellungsgegenstände, weshalb ich da der Nova mit ihrem Biwaksack tatsächlich dankbar bin. Hat überhaupt irgendwer ein Mückennetz mitgenommen? Ich glaube niemand. Der Joris hatte ja nochmal in einem eigenen Video von ihm gemeint, dass ein Mückennetz voll der super krass Gegenstand sein könnte, weil da ja nicht definiert ist, was für ein Mückennetz. Und da könnte man im Grunde also irgend so ein Riesenmückennetz mitnehmen. Wenn das stabil genug ist, als einigermaßen leichte Person, zum Beispiel die Damen, könnte man sich damit dann gleichzeitig eine Hängematte improvisieren. Man könnte es zum Wischen sogar verwenden. Man kann sich damit logischerweise vor den Viechern verstecken. Man kann Dinge drin aufbewahren, Dinge drin transportieren und so weiter. Das ist eine hoch multifunktionale Angelegenheit. Daher nochmal, ich wäre beim Mückennetz. Gut, ja, aber so viel zum Punkt Gerümpel. Moment, was haben wir hier noch aufgeschrieben? Müll. Ja, was ist mit dem Müll? Dazu kommen wir jetzt.
die Info, die rausgerutscht ist, dass mit Müll wirklich zu rechnen ist, die ändert so, so viel. Ich habe es ja schon angedeutet, insbesondere eben einer der nützlichsten Mülls neben Plastikfolien, Plastiksäcken, Plastik sonst, ne, also flaches Plastik auf gut Deutsch zum Abdichten von was auch immer, bei schlechtem Wetter, zum unter die Kleidung packen als zusätzliche Isolationsschicht, zumindest mal als winddichte Isolationsschicht. Bei kalten Lebensräumen ist so ein Plastik so eine super Sache, das ersetzt einem quasi eine Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke ist ja ohnehin ein unglaublich vielfältig einsetzbares Zeug, aber so eine PET-Flasche, und die ist halt schwimmfähig, wird wirklich an Inseln, wenn es eine Insel ist mit nennenswert angeschwemmtem Müll, dann mit Sicherheit auch mit nennenswert angeschwemmter PET-Flasche. So, und damit kann man jetzt zig Zeugs machen. Und vielleicht habe ich da ein paar Sachen, die ihr noch nicht kanntet. Nämlich Variante Nummer 1. Man nimmt sie als Flasche, füllt Wasser rein, schmeißt sie in die Sonne, 8 Stunden später das Wasser desinfiziert. Warum geht das? Naja, weil das Ding ist durchsichtig und wir befinden uns in den Tropen. Tatsächlich ist für die UV-Desinfizierung von Wasser in Form von einfach in die Flasche füllen und in die Sonne legen eine gewisse Nähe zum Äquator erforderlich. Und Panama hat die auf jeden Fall, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Je nach Quelle 4 bis 8 Stunden tropischer Sonne in so einer Flasche, die man völlig füllt mit Wasser, ist da drin mehr oder weniger alles tot, was einen krank machen kann. Also mindestens mal Bakterien werden sehr, sehr schnell von UV-Strahlung zersetzt. Viren werden sehr, sehr schnell von UV-Strahlung zersetzt. Fiesere Einzeller, eukaryontische Einzeller, die schon einen Zellkern besitzen und kleine Mini-Organe sozusagen, die auch deutlich robuster sein können, nicht müssen, als Bakterien. Auch die haben null Abwehrmechanismen gegen UV-Strahlung und sind dann nach ein paar Stündchen in der Sonne einfach tot. So, nochmal. Rechnen wir mit Giften, Pflanzenschutzmitteln, Dünger oder sonstigen Krempel, der im Wasser sich befindet auf unserer Insel? Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Schwermetalle natürlichen Ursprungs auf einer Vulkaninsel? Ja, ja, aber dann nur so wenig, dass es einfach einen auch nicht krank macht. Das kannst du jahrelang trinken, da passiert dir überhaupt nichts. Wahrscheinlich dein Leben lang, und du wirst es nie gemerkt haben, dass du da jemals irgendwelche selteneren, nicht so gesunden Metalle zu dir genommen hast. Also auf gut Deutsch wirklich nur Lebewesen, also wenn man da die Viren jetzt noch dazu zählen möchte, spaßeshalber, kann man sich ja wunderbar drüber kloppen, die kriegt die Sonne einfach problemlos tot. Das heißt, nehmen wir mal an, du kommst auf der Insel an, findest 2 PET-Flaschen. Kannst du dir aus einer alles Mögliche basteln, kannst du dir aus der zweiten einfach ein Wasserdesinfektionsgedöns machen, und wenn das gerade so eine 1,5 Liter oder eine 2 Liter oder was, wie auch immer die groß die sein können international, weiß nicht, was für Größen üblicherweise in Panama herrschen oder drumherum. Aber da hast du dann erstmal wirklich massiv tolle Möglichkeiten, Wasser aufzubereiten. Weshalb eben der Wasserfilter aus meiner Sicht dann tatsächlich daheim bleiben kann. Findest du nämlich ein Oberflächenwasser, was kontaminiert sein könnte, was man aufbereiten sollte, was für jedes Oberflächengewässer, was man da so findet, sofern es nicht direkt eine Quelle ist, tatsächlich auch gilt. Bei den Temperaturen verkeimt das sehr, sehr schnell. Dann hier Flasche. Ne? Ist Flasche vorher dreckig? Kein Problem. Flasche in die Sonne legen, desinfiziert. Wie gesagt. Also das ist Maßnahme Nummer 1. Außerdem natürlich zum Wassertransport eine solche Flasche verwenden. Theoretisch ist es ein gutes Kopfkissen. Habe ich auch schon häufig gemacht. Also ist relativ einleuchtend, oder? Was man mit einer Flasche zunächst mal als Flasche tun kann. So, dann Dinge, die man tun kann, indem man die Flasche kaputt macht. Prominentes Beispiel, Boden abschneiden, zack, Haufen Zeug reinstecken, Wasserfilter improvisieren. Wer das noch nicht kennt, möchte ich das noch etwas weiter ausführen. Nehmen wir mal an, wir nehmen zum Beispiel einen Haufen Gras, symbolischer Grashalm, muss nicht mehr kaputt machen als nötig, stopfen eine Schicht Gras, also denkt euch hier einfach den Boden weg. Dann stopfen wir da eine Schicht Gras rein, stopfen eine Schicht Holzkohle rein, stopfen eine Schicht Sand rein, stößeln alles schön fest. Dann kriegen wir eine mehrschichtige, gefüllte Flasche, die so ein bisschen aussieht, als sei sie ein Wasserfilter. Jetzt füllen wir hinterher noch Wasser obendrauf auf unser ganzes Filtermaterial, was wir da reingestopft haben. Da kommt alles Mögliche in Frage. Nicht nur Gras und Sand und Holzkohle. Holzkohle sollte in jedem Fall aber dabei sein, aus dem Feuer. Ne? Wo kriegt man die her? Aus dem Feuer. Und dann schraubt man hier unten das Deckelchen ab und dann tropft es da ganz langsam raus. Im Idealfall ist das Wasser hinterher gefiltert. So hört man das häufig. Das ist auch eine ganz beliebte Militär-Survival-Technik. Der Otto erzählt da auch ständig davon. Ich bin trotzdem dagegen. Das ist nämlich
nämlich nur dann hilfreich, wenn das Wasser sowieso schon Trinkwasser gewesen ist. Denn, jetzt muss man sich mal klar machen, Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Bedeutet, wenn du hier einen Haufen Zeug reinstopfst, egal wie viel, egal wie fest, also so fest, dass das Wasser gar nicht mehr durchgeht, okay, dann ist da funktioniert der Filter, dann kommt auch kein krankmachendes Wasser unten raus. Aber halt leider dann auch gar keins. Ja, dann... Ja, wenn du es nicht so fest zusammenstopfst, dass das Ganze nicht wasserdicht ist, dann nimmt Wasser den Weg des geringsten Widerstandes. Und der ist nicht mitten durch diese diversen Schichten von wundersamen Filtermaterial, was wir da reingestopft haben, sondern am Rand entlang, am Plastik entlang, gar nicht durch das ganze Material durch, einfach am Plastik runterlaufen. Zumindest ein Großteil vom Wasser wird das tun, wird dann in Scheiß gefiltert und kommt unten größtenteils das ungefilterte Wasser, was am Land am Rand vorbeigelaufen ist, raus. Das heißt, die Gesamtmenge, wenn du einmal einen Liter reinkippst und davon fließt von mir aus mindestens die Hälfte am Filtermaterial vorbei und wenn es nur ein Drittel ist, ja, und das Wasser war vorher kontaminiert mit fiesen, bösen Keimen, die einen garantiert krank machen, dann ist es mit zwei Drittel weniger von diesen Keimen immer noch ganz böse mit vielen fiesen Keimen, die einen garantiert krank machen. Das heißt, die Methode, wenn sie überhaupt was nützt, dann nutzt sie nur bei Wasser, das gerade so krank macht und gerade so zu viele Keime enthält. Dann ist eine Reduktion der Keime um die Hälfte bis um zwei Drittel tatsächlich ausschlaggebend, dass man es hinterher trinken kann. So, und hier nochmal die Variante aus dem Internet, die ich da dankenswerterweise gefunden habe. Habe ich also nicht selber gemalt, ist von demjenigen, der da steht. Aber das ist die Sache, die man machen kann, wenn man nur Textilien, eine Schüssel und eben keine Plastikflasche zur Verfügung hat. Dann baut man sich so ein Dreibein, hängt 3 bis 4 bis 5 bis 6, ist egal wie viele, Tücher rein. 3 sollte man auf jeden Fall schon machen und packt dann eben diese besagten Filtermaterialien, meistens Gras, meistens Sand, meistens Holz, Kohle rein und dann ist das gleiche Prinzip. In diesem Fall meiner Meinung nach tatsächlich noch ein kleines bisschen besser als die Variante mit der Flasche, weil hier das Wasser nicht außenrum gehen kann. Zumindest nicht, solange man immer nur wenig Wasser in die Mitte von viel Füllmaterial kippt. Dann kann das Wasser sich zwar im Füllmaterial ein Stück weit ausbreiten, so je nachdem wie wasserführend und nicht wasserführend das ist, aber wird früher oder später dann doch auch auf der Unterseite rauskommen und dann runtertropfen und gerade auch, wenn es dann weiter runter geht Richtung Holzkohle, da dürften dann wirklich nur noch ein paar Tröpfchen und ein sehr langsamer Wasserfluss ankommen, so durch das Ganze dann da einigermaßen gut funktionieren müsste eigentlich. Ja? So, und das ist also meiner Meinung nach die etwas sicherere Methode als die Variante mit der Flasche und dem Flaschenrand, an dem das Wasser ziemlich ungefiltert vorbeikommen kann. Andere Alternative wäre natürlich noch, dass man, Moment, das schreibe ich euch auf, dann ist es übersichtlicher. So, also hier jetzt nochmal in schöner Übersicht. Erstens, die Dinger sind nie sicher, nie. Punkt. Das muss man sich gleich mal merken. So, dann können sie aber verwendet werden und auch ganz sinnvoll sein als Vorfilter. Das heißt, man hat dreckiges Wasser und möchte aus dem dreckigen Wasser zumindest mal ein saubereres, ganz sauber wird es wohl kaum werden, aber ein saubereres Wasser machen. Dann ist so ein Filter ganz nützlich, einfach weil das Wasser hinterher besser ausschaut. Und wenn man das dann hinterher abkochen kann, weil man dann trotzdem noch ein Gefäß zum Abkochen und auch ein Feuerchen zur Verfügung hat, dann wäre es hinterher durchaus auch trinkbar und da würde ich mich dann auch problemlos drüber hermachen wollen. Also in Kombi mit Wasser abkochen, ja, da ist so ein Filter für Dreckwasser sinnvoll. Noch besser wäre es natürlich, wenn man sowieso Wasser abkochen kann, dass man dann halt so lange sucht, bis man was findet, was gar kein Dreckwasser ist. Das wäre dann natürlich nochmal sehr viel hilfreicher. In der ausgesprochen seltenen Notsituation, in der wirklich Dreckwasser verwendet werden muss, ist das hier also die mögliche Vorgehensweise. Aber niemals ohne abkochen, denn wenn man nur den Selbstbaufilter verwendet und sonst keine weiteren zusätzlichen Wasseraufbereitungsmethoden zur Verfügung stehen, dann bleibt unsicheres Wasser definitiv unsicher und man kann unsicheres Wasser nicht trinkbar machen. Das wäre zu gefährlich. Da könnte man sehr schnell sich eben böse, böse Bakterien und Kleinsttierchen einfangen. Insbesondere in den Tropen geht das wirklich ruckizucki. Da gibt es richtig, richtig fiese Sachen, die man nicht haben möchte. Und ja, da
muss man also wirklich vorsichtig sein. Theoretisch reduziert der Filter, wenn er dann gut gebaut ist, schon auch die Keimlast, eben auch durch die Keime, die auf den Partikelchen, die wir rausgefiltert haben, draufsitzen. Das kann also in Einzelfällen theoretisch mal sein, dass ein gerade so Nicht-Trinkwasser zu einem gerade so Trinkwasser wird, nachdem man diesen Filter verwendet hat. Ja? Und im Zweifel, wenn man gar keine andere Möglichkeit hat, kann man den also als Survival-Lösung schon verwenden und dann hinterher das Wasser trinken und dann halt beten, sozusagen, oder hoffen oder was auch immer. Aber das ändert normalerweise kaum die Unsicherheit des Wassers und wir wissen auch nicht, wann wir eine Wasserquelle haben, die theoretisch mit so einem Filter auf Trinkniveau verbesserbar ist. Das ist also immer eine, bleibt unsicher. Das ist ganz, ganz wichtig, dass einem das einfach klar ist. So, und außerdem verbessert sich eventuell der Geschmack oder wir bilden uns ein, der Geschmack habe sich verbessert. Im Resultat schmeckt unser Wasser hinterher besser. Wir trinken möglicherweise mehr davon. Und dann darf man auch unbedingt nicht vergessen, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, man kann, je nachdem, was man in diesen Filter reinschmeißt, diese Wassersituation auch verschlechtern. Wenn zum Beispiel in der Holzkohle, wenn es eine ganz alte Holzkohle ist, bereits wieder irgendwelche Keime drinstecken oder in dem verwendeten Holz für die Holzkohle irgendwelche Stoffe angereichert sind, die im Holz angereichert wurden, die uns dann auch wieder nicht gut tun, weil die werden dann wahrscheinlich rausgespült. Dass die Holzkohle dann also nicht böse Dinge drinnen behält im Filter, sondern stattdessen böse Dinge ans Wasser abgibt, das durchgespült wurde. Also wenn man zum Beispiel chemisch behandeltes Holz verbrennt und davon Holzkohle verwendet, wäre das der Fall. Das darf man also auch nicht ganz vergessen. Ich halte also allzu viel nicht tatsächlich von diesen Selbstbauwasser. Wasserfiltern. Muss man den aber auch ständig erneuern, ja? Weil bei der ersten Ladung Wasser, die du da reinkippst, mögen die ganzen Sachen, die da im Filtermaterial hängen bleiben, im Filtermaterial hängen bleiben. Nur dummerweise ist das reversibel. Das bedeutet, die können da genauso gut beim nächsten Versuch auch wieder rausgewaschen werden. Die bleiben da nicht ewig hängen und sind da nie wieder rauszuspülen. Das ist nämlich das Nächste. Ne? Hast du jetzt diesen Filter und sehen wir an, der wäre dicht und das Wasser läuft nicht einfach immer an dem Filtermaterial vorbei, dann hast du immer noch das Problem, dass ja eben auch in dem Material, was du da reingesteckt hast, möglicherweise auch schon Keime drin gewesen sind. Und also lange Rede, kurzer Sinn, dieser olle Flaschenwasserfilter, der als ultimative Survival-Technik auch von verschiedensten Teilnehmern ausprobiert wurde, das klappt bei Wasser, das ohnehin schon safe war. Ja, und daher halten sich eben diese Gerüchte, dass der funktionieren würde, so wunderbar, weil wenn du ein Wasser findest, das irgendwie so halbwegs schrecklich ausschaut, das ist noch lange nicht gesagt, dass das einen wirklich krank machen würde. Man jagt hier durch, es sieht ein bisschen weniger schrecklich aus, man hat plötzlich das Gefühl, der Filter würde wunderbar wie was leisten. Da kann der Otto auch diverse Geschichten erzählen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Selbstverständlich. Ja? Aber das ist halt eben dieses Militärwissen, dieses, du kriegst gesagt, so sollst du es machen. Du lernst verschiedenste Techniken, die irgendwer mal für gut befunden hat. Aber ja, man ist halt Soldat. Und das ist auch gut so. Als Wissenschaftler hast du da, abgesehen davon, dass du alles weißt, eben den Nachteil, dass du nichts kannst. Daher will ich auch gar nicht sagen, dass der Otto als Soldat nicht bessere Voraussetzungen hätte als ich. Hat er nämlich. Ja, aber so bei ein paar Sachen kannst du dann als Mensch, der sich mit Mikrobiologie auskennt, vielleicht noch ein paar mehr Vorteile rausziehen. Also jeder studierte Biologe wird darauf hinweisen, beziehungsweise Mikrobiologe wird darauf hinweisen, dass diese Form der Wasserfilterung bestenfalls aus fast trinkbarem Wasser, sicher trinkbares Wasser macht, aber niemals aus schlimm verunreinigtem Wasser sicher trinkbares Trinkwasser. Ja? Also bringt wenig bis nichts. Ja, irgendwo so in dem Bereich. Gut. Nächste Anwendung von Flaschersingen habe ich das jetzt auch nicht vorgemacht, weil ich davon nichts halte. Das könnte also bei jedem beliebigen Kandidaten sehen. Was man aber machen kann, ist dieses. Das ist ein Klassiker. Kommt gleich. Ja, nicht so schön. Im Liegen geht's besser.
Ich muss hier ja wieder entspannt auf der Bank rumhocken, ne? Anstatt hier irgendwo am Boden zu knien oder sonst wie. So, das ist jetzt erstmal ein großes Wassergefäß zum irgendwas auffangen. Da kann man dann wunderbar auch eben mittels, wenn man eine Plane hat, wenn man Palmblätter hat, wenn man Bananenblätter hat, sonstige großblättrige Pflanzen gibt es in den Tropen zuhauf, damit sich irgendwie versuchen, einen Trichter zu bauen, Regenwasser auffangen, hier reinleiten, super. Ne? Erstmal prima. Ist natürlich einfacher als durch diesen kleinen Popeldeckel. Ansonsten kann man damit aber auch das Ding falsch rum wieder reinbauen. So zum Beispiel. Ja, und jetzt legen wir da unten einen Köder rein und schmeißen das Ding ins Wasser, befestigen es noch mit ein paar Steinen und schwuppdiwupp, also ohne Deckel wohlgemerkt, haben wir eine wunderbare Fischreuse, die so häufig auch schon funktioniert hat. Jetzt habe ich keine Ahnung vom Angeln und deswegen müsste ich mir eben mit sowas hier behelfen, wenn ich dann da irgendwie so mal in eine solche Situation kommen sollte. Das kann man sich natürlich noch fester feststopfen, damit das dann auch nicht durch die Gegend wackelt, wie es jetzt gerade tut. Aber generell wäre es so, dass dann theoretisch ein Fisch, ein kleiner Fisch, der hier reingeschwommen kommt, weil er unter Wasser was riechen kann von dem, was ich hier reingeschmissen habe, was schön stinkt, zum Beispiel eine Schnecke, eine Muschel, kaputter Käfer, irgendwas, was interessant. Meistens Schnecken und Muscheln sind durchaus eine gute Idee, insbesondere wenn die sowieso schon aus dem Wasser kommen, weil dann kennen die Fische das und wissen, dass das essbar ist und werden versuchen, das zu bekommen und so weiter. Und dann kann man da am nächsten Morgen, wenn man Glück hat, wenn man das eine Zeit lang im Wasser lässt, hier einen Haufen kleine Fische drin schwimmen haben. Die kannst du jetzt, wenn du weißt, wie du angelst, als Köder verwenden oder alternativ machst du eine Fischsuppe. Diese kleinen Mikrofischlein sind im Regelfall tatsächlich nicht unbedingt besonders lecker und man muss auch einen gewissen Ekel Überwindungskurs besucht haben oder entsprechend drauf sein, um damit klarzukommen. Aber grundsätzlich kann man sich aus denen tatsächlich recht gut eine Fischsuppe machen. Übrigens generell Fischsuppe immer besser als Fischbraten, weil Fischbraten, dann tropft das gute Fett in die Kohle und das Fett will man ja haben. Das will man ja essen. Das will man ja nicht in die Kohle tropfend haben. Klar, gebratener Fisch ist viel leckerer als Fischsuppe. Aber trotzdem, Fischsuppe ist tatsächlich die klügere Wahl, wenn es um die effiziente Kalorienaufnahme geht. Man kann auch einen größeren Teil des Fisches verwenden. Man kann die Gräten quasi noch auskochen und nicht einfach nur wegschmeißen und die Haut noch auskochen und nicht nur wegschneiden und so weiter und so fort. Das ist natürlich, wie gesagt, alles geschmacklich, ein bisschen kulinarisch muss man wollen und auch eine Fischsuppe aus diesen kleinen Mikrofischen. Und ich sage ja nicht, ich würde die essen, ich sage nur, das kann man machen. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Prominentes Beispiel, bei dem das wunderbar geklappt hat, ist ein gewisser Alan, so heißt er, glaube ich, der erste Gewinner der ersten Staffel von Alone. Man hat mir ja bei meinen Kommentaren zur ersten Staffel von Seven vs. Wild ziemlich häufig in die Kommentare geschrieben, dass das nahezu 1:1 bei Alone geklaut ist. Inzwischen habe ich Alone gesehen und stimmt, es ist nahezu 1:1 bei Alone geklaut. Also wirklich ganz viel, ganz bös, arg, intensiv nachgemacht. Ja? Das macht das Resultat zwar trotzdem unterhaltsam und auf Kamerafahrten, die immer weiter ranzoomen und so weiter und so fort und das Ganze drumherum bei Alone, gibt es auch kein Patent. Von daher dürfen sie das klauen. Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Aber es stimmt schon. Ja, er ist schon wirklich sehr stark an Alone inspiriert. Ja, mit dem Unterschied, dass es weniger Personen und weniger Gegenstände sind. Aber ansonsten hält sich der Unterschied auch wirklich in Grenzen. Ne? Gut, jedenfalls Variante Fischfalle. Ja? Funktioniert eben nachweislich tatsächlich manchmal sehr, sehr gut. Inwieweit das im Meer funktioniert und in tropischen Lebensräumen, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist ja ein Problem von solchem Plastikmüll eben, dass sich Fische sehr häufig drin verfangen, Meereslebewesen sehr häufig drin verfangen. Es gibt auch diverse Krebse, die in sowas absichtlich wahrscheinlich reinlaufen würden, um in Sicherheit zu sein, sich da drin zu verstecken. Also da würde ich mir schon recht hohe Erfolgschancen ausrechnen. Davon abgesehen, wenn man viele von den Dingern finden kann, dann kann man da auch haufenweise von diesen Teilen aufstellen, zum Beispiel. Ja? Gut, jetzt haben wir ja schon einige mögliche Anwendungen von PET-Flaschen. Was geht noch? Was noch geht, ist PET-Schnur. Drum meinte ich, wenn es Müll gibt, kann man sich Bandmaterial weitestgehend sparen. Man kann nämlich das Zeug hier mehr oder weniger, da gibt es jetzt ganz tolle Techniken, dass man besser das Messer irgendwo hinrammt und dann die Flasche drüber zieht, aber ihr ahnt es schon, was ich hier vorhabe. Tolle Techniken kann ich jetzt halt gerade nicht.
Ja, Ende vom Lied, aus PET-Flasche lässt sich ganz wunderbare PET-Schnur herstellen. PET-Schnur, je nachdem wie gut und akkurat man die schneidet, habe ich jetzt hier gar nicht getan. Ne? Und im Normalfall, wie gesagt, Messer irgendwo ein Stück Holz rammen, Flasche dran entlang schaben am Messer, also die Flasche bewegen, nicht das Messer bewegen, ergibt meistens das bessere Ergebnis, aber ich will hier die Bank nicht durchlöchern und habe hier gerade kein nennenswertes Holz, wo ich das Messer reinrammen könnte. Es gibt auch PET Schnurbauapparate, also so irgendwelche Vorrichtungen, wo du das Messer ganz clever einklemmst und dann die Flasche durchziehen kannst und das geht dann so ruckzuck, da hast du innerhalb von kürzester Zeit einen Haufen Bandmaterial und selbst wenn es nicht innerhalb von kürzester Zeit geht, sondern nur langsam, ist immer noch scheißegal, in spätestens einer Stunde hast du mehr Schnur, als du für die ganzen 7 Tage brauchst, wenn du genügend PET-Flaschen findest und selbst aus einer lässt sich einen ganzen Haufen Material machen. Das Zeug ist je nach Dicke wahnsinnig stabil, das kriegt man auch so schnell nicht kaputt. Damit kann man problemlos auch eine Hängematte befestigen. Erst recht kann man damit Häusle bauen. Damit kann man sich ja vielleicht nicht unbedingt abseilen, aber das ist wirklich eine richtig, richtig stabile Angelegenheit, insbesondere zugstabil. Und die Tatsache, dass das alles mal krumm gewesen ist, das geht ganz schnell verloren, wenn man das auf Zug bringt. Dann merkst du auch nichts mehr davon, dass das mal eine Spirale war. Noch spiralisiert sie sich, aber das geht, wie gesagt, ganz, ganz schnell dann verloren. In der Nutzung sozusagen. Also PET-Schnur ist vielleicht mit die beste Möglichkeit, sich eine Schnur zu improvisieren aus natürlich vorkommenden Materialien. Ne? Und ja, inzwischen gibt es ja wirklich so viele Bereiche der Welt, an der Müll, in den Müll in größeren Umfang rumliegt. Ich sage jetzt nicht, Müll ändert alles, aber Müll ändert massiv viel. Ja? Und die prognostizierten Mengen von Müll machen dann eben dieses Szenario auf der Insel, wenn man weiß wie, tatsächlich erheblich leichter als die Sache in Schweden. Weshalb ich es dann ja auch, um die Rückkopplung hinzukriegen, wirklich gut finde, dass man den Leuten, die ohnehin Erfahrung haben, einfach dann die Ausrüstung weggenommen hat, um da eben eine gewisse Spannung reinzubekommen. Finde ich dann wirklich ganz ausgezeichnet. Thema Wasser. Auch beim Thema Wasser gibt es eben noch diverse Techniken, die man da möglicherweise kennen sollte, die man da möglicherweise anwenden könnte. Neben der Tatsache mit dem Desinfizieren per Flasche, habe ich ja gesagt, gibt es noch die Möglichkeit der Klassiker. Da mache ich euch noch eine schöne Zeichnung dazu und blende die euch ein oder lasse eine machen, das weiß ich noch nicht, mal gucken. Und also der Klassiker schlechthin ist eben dieses Ding, was ihr da jetzt gerade sehen könnt. Das, weiß nicht, ob das einen Namen hat, aber das lässt sich mit jedem beliebigen größeren Stück Plastikfolie realisieren. Das ließe sich übrigens auch mit einem Mückennetz realisieren, natürlich nicht so gut, aber auch an dem Mückennetz würde eine starke Kondensation, oder immerhin eine nennenswerte Kondensation stattfinden. Wenn man Glück hat, wenn das ein schönes feinmaschiges Mückennetz ist, dann fließt das am Mückennetz auch ein bisschen runter und es sammeln sich zumindest ein paar Tropfen im Gefäß in der Mitte. Ja, also das ginge zur Not auch. Man kann natürlich auch eine wasserdichte Jacke nehmen, wenn man eine wasserdichte Jacke dabei hat, also ein Kleidungsstück. Man kann ein beliebiges Tuch nehmen. Jede Form von großen flächigen Textil funktioniert am besten, ist tatsächlich irgendwas, was nicht wasserdurchlässig ist, sprich die Plastikfolie. So, und neben der Tatsache, dass jetzt ohnehin aus dem immer ein wenig feuchten Boden, gerade insbesondere wenn es vor kurzem geregnet hat oder regelmäßig regnet, dann wird aus dem feuchten Boden tatsächlich Wasserdampf aufsteigen an eben unserer künstlichen Plane, Stoff, was auch immer, kondensieren, nach Schwerkraft bedingt zum tiefsten Punkt fließen, sich dort sammeln, runtertropfen, in Gefäß fallen. Hat man zu wenig nassen Sand oder der Sand war schon lange nicht mehr nass, weil man zum Beispiel sich in der Wüste befindet oder sonst wie, hat aber wasserhaltiges Material. Das kann sein Blattmaterial von vorhandenen Pflanzen oder noch viel, viel, viel besser, weil es viel mehr Wasser aufnimmt, Kleidungsstücke, die man gerade nicht trägt. Und die kann man nämlich auch ganz wunderbar mit Salzwasser tränken. Das sollte ja im Überfluss vorhanden sein. Soweit ich das verstanden habe, wird jeder am Strand ausgesetzt. Schmeißt seine salzwasserhaltigen Klamotten dann da unten in die Grube und in die Mitte, wie gesagt, das Gefäß. Und wenn das Salzwasser
aus den Klamotten raus verdampft, was es tut bei den Temperaturen, die da in der Grube herrschen sollten, zumindest tagsüber, dann kondensiert das wieder wunderbar an unserer Plane / Tuch und tropft in der Mitte runter, bildet sich, sammelt sich im Gefäß. Und ja, jetzt dürfen wir nicht zu viel erwarten von dem ganzen System, weil tatsächlich führt das in ein paar Stunden normalerweise nur für zu 300-400 Millilitern Wasser. Viel mehr dürfte das nicht sein. Das hängt natürlich ein bisschen von der Temperatur ab, von der sowieso schon stattfindenden Kondensation durch die Feuchtigkeit des Bodens, davon ab, was wir da reingetan haben. Waren es Blätter, waren es nasse Klamotten? Nasse Klamotten ist, wie gesagt, das Beste, was es gibt. Oder man hat tatsächlich eine wasserstauende Schicht erreicht und kippt sich unten tatsächlich einfach wirklich Salzwasser rein und lässt Salzwasser kondensieren. Aber Salzwasser verdunstet weniger stark als nasse Klamotten, weil das Wasser hat ja bekanntermaßen eine Oberflächenspannung, heißt von einer glatten Wasseroberfläche, die wir da aufgeschüttet haben oder die wir sonst irgendwie gefunden haben oder sonst wie, steigen weniger Wasserdampfmoleküle hoch, als das tatsächlich von zum Beispiel wassergetränkter Kleidung der Fall ist. Ja, also das wäre schon nach wie vor das Beste, wenn man irgendwelche Textilien zur Verfügung hat, die man für diesen Zweck verwenden kann. Ich glaube, jeder darf auch ein Halstuch oder sowas in die Richtung mitnehmen. Ich habe die genaue Liste von Klamotten nicht mehr im Kopf. Aber man kann da sehr, sehr, sehr viel machen. Insbesondere, wenn man sonst nicht viel zu tun hat, kann man ja sehr viele Klamotten, es ist ja warm, sich selbst in den Schatten begeben, einen Großteil der Klamotten verwenden, um es da in die Grube reinzutun. Und dann sollte man damit wirklich eine ziemlich ordentliche Rate an Wasser zustande kriegen. Insbesondere, wenn man, solange man noch genügend hydriert ist vom Ankommen, gleich mehrere dieser Gruben anlegt oder hydriert ist, weil man eben beim letzten Regenguss jede Menge Wasser gesammelt hat, von herabtropfenden Blättern oder welcher Möglichkeit auch immer, um Regenwasser aufzusammeln. Und ist jetzt gerade wirklich ordentlich hydriert, dann könnte man eben diesen hydrierten Zustand nutzen oder man gräbt im Regen, um eben einen Haufen solcher Löcher anzulegen. Ja, nichts spricht dagegen, davon ganz viele zu machen. So. Und was auch noch eine Option ist, wenn wir schon gerade am Lochgraben sind, das geht übrigens wunderbar mit irgendeinem Stock, halbierten Bambus, wenn es das da gibt, halbierten sonstigen hohlen Holz, artigen Gerät, halbierter Kokosnuss, was weiß ich, was man da alles zum Graben verwenden kann. Hat man eine Machete, die man auch stumpf machen möchte, kann man auch die theoretisch nehmen, aber dann ist sie wirklich stumpf beim Graben in sandartigen Strukturen. Das muss ja nicht mal unbedingt klassischer Sand sein. Das kann auch zum Beispiel Basaltsand sein, der verhält sich dann nochmal ein bisschen anders. Das kann auch ein Muschelkalkmaterial im Grunde sein, also das, woraus die Alpen bestehen, bevor es sich eben zu Stein verdichtet hat. Das wird hin und wieder auch mal an Tropeninseln mit so weißen Stränden angespült, dann ist das nämlich gar kein weißer Sand, sondern tatsächlich Kalk vom Korallenriff nebendran abgerieben sozusagen. Das gibt es auch manchmal. Ja, also solche Späße. Jedenfalls in diesem Material gräbt man jetzt ein Loch und zwar so ungefähr 40 Meter sollten es eigentlich meiner Meinung nach schon sein, von der Wasserkante entfernt, je nach durchschnittlichen Wasserkante, je nach Tidengang. Ne? Und da buddelt man jetzt so tief, bis man zum Wasser kommt. Und wenn man da angekommen ist, dann ist das Wasser, was da unten in der Grube zum Vorschein kommt, wahrscheinlich erstmal ziemlich dreckig und nicht besonders appetitlich. Lässt man das Wasser, was da unten in der Grube zum Vorschein kommt, aber eine Zeit lang stehen, vorzugsweise so 12 Stunden oder irgend sowas um den Dreh, also schon eine wirkliche Zeit lang, dann wird sich das immer mehr klären, weil immer mehr von diesem Schwebstoffen und des Feinmaterials, was da in unserem Wasser drin ist, setzt sich unten am Boden ab und oben wird das Wasser immer klarer und klarer und klarer und jetzt können wir mit irgendeinem Gefäß, einer PET-Flasche zum Beispiel, oder einer halbierten oder was auch immer, einem PET-Becher sozusagen, können wir dann da Wasser abschöpfen und dann können wir dieses Wasser mal probieren und werden feststellen, dass es zumindest sehr viel weniger salzig ist als das Meerwasser. Und jetzt hängt es davon ab, welche Entstehungsgeschichte, das hatte ich in, glaube ich, meinem ersten Video zur zweiten Staffel mal erklärt, oder war es das zweite, die Insel, auf der wir uns befinden, eigentlich hat. Weil möglicherweise ist das eine prinzipiell Sandinsel, die auf Sand aufgeschüttet wurde, und kein Mineral, ja, kein magmatisches Gesteinkern hat, dann hat sie in der Mitte eine sogenannte Süßwasserlinse und möglicherweise können wir mit unserer Grabearbeit an diese Süßwasserlinse, die nämlich am Strand mehr oder weniger ins Meerwasser einen gewissen Austausch hat und dann da so knapp drin übergeht, ist es möglicherweise vielleicht schon möglich, an die Süßwasserlinse sozusagen ranzukommen und sich darunter zu buddeln. Übrigens, das Loch sollte schon so mindestens 80 cm tief sein, der Fairness halber. Ja,
Also das macht schon Arbeit. Muss man wollen, muss man genug Wasser für haben, muss man Zeit haben, muss man Kraft haben. Das war's für den Sascha. Der macht das in 10 Minuten. Und das Loch ist da. Ja. Okay, also diese großartige Zeichnung soll jetzt eine Süßwasserlinse in der Sandinsel darstellen und ich glaube, die bedarf der Extraerklärung. Übrigens, das Männchen daneben der Palme, das ist der Knossi, der hat eine kleine gelbe Krone auf, ja, weil die anderen kann ich alle nicht malen, weil die haben keine kleine gelbe Krone auf. Gut, egal. Jedenfalls, da wo es X ist, soll man buddeln. Da musste ich noch irgendwas hinschreiben, also habe ich hier Schatz geschrieben. Dann ist mir eingefallen, Schatz ist ja normalerweise da der Ring da. Und das ist einfach alles völliger Blödsinn. Deswegen male ich normalerweise nichts, weil ich da immer irgendwelche, meine Frau formuliert es so, ungeahnten Kreativitätsschüben ausgesetzt bin und diese dann ausleben muss. Und das hilft niemandem weiter. Also, was wir hier tatsächlich sehen, ist jetzt eben unsere Sandinsel, kleine Sandinsel, völlig fiktiv. Wir haben hier dieses dunklere Blau in, ich sag mal, vertikaler Schraffierung hässlich gemalt. Das soll das Wasser sein, das vom Meerwasser in unseren Inselsand eingedrungen ist. Ja, der Inselsand ist ja nicht wasserdicht, sondern steht immer unter Meerwasser sozusagen. Und weil es jetzt aber auf die Insel drauf regnet, ja, das habe ich jetzt nicht eingemalt, aber das macht es trotzdem, und das versickernde Regenwasser nun mal Süßwasser ist und das hier vom Meer aus einsickernde, in die Insel einspülende Meerwasser Salzwasser ist, kommt es dann dazu, dass auf dem Meerwasser, das hat nämlich eine höhere Dichte als Süßwasser, das Süßwasser dann quasi aufschwimmt und als Süßwasserlinse nennt man das eben, auf dem Salzwasser in dem Sand der Insel schwimmt. Ja, und das soll hier dargestellt sein. So, normalerweise ist eben der Weg, den man buddeln muss, um zu dieser Süßwasserlinse tatsächlich hinzukommen und die einfach mit einem Loch zu erreichen, ist üblicherweise kurz vorm wiederum Meer, also ein Stückchen weiter rein könnte man schon, das ist ja jetzt auch nur beispielhaft dargestellt, aber wenn man kurz vorm Strand ist sozusagen und da dann ein tiefes Loch buddelt, dann hat man eine gewisse Chance, sofern es dann eine Süßwasserlinse gibt, diese mittels Buddelarbeiten zu erreichen. Wäre aber ein langfristigeres Unterfangen. Also das wäre jetzt was, wenn man sagt, oh ja, gut, ich halte sowieso 7 Tage durch und dann mache ich das halt und ja, aber gut, ne? Also nur damit ich es mal erwähnt habe und um euch diese großartige Zeichnung gezeigt zu haben. Egal, jedenfalls, das wäre noch eine Möglichkeit, eben dann in diesem Loch ein deutlich weniger salzhaltiges bis hin zu Süßwasserwasser zu bekommen. Sollte es für Süßwasser nicht ganz reichen, kann man entweder versuchen, das Loch noch weiter hinten zu machen, also noch weiter weg vom Strand. Oder alternativ, man hat noch eine andere Wasserquelle und kann dann, die nur wenig Wasser produziert, wie eben unser Kondensationswasser aus dieser Variante mit dem Tuch in der Grube, über der Grube, so rum. Dann kann man auch prima die beiden Wassersorten miteinander vermischen, sodass man ein Wasser bekommt, das dann netto erstens mal mehr ist, weil das Zeug aus der Grube, mit der wir uns runtergebuddelt haben zum stehenden Wasser, das ist ja unendlich viel verfügbar. Das ist ja nicht begrenzt mengenmäßig. Das Wasser Kondenswasser aus unserem Kondensationsloch, das wiederum ist begrenzt in der Menge. Und wenn man jetzt beides miteinander vermischt, das hängt davon ab, wie salzig unser Wasser aus der Grube ist, bekommt man dann im Resultat ein sehr wenig salziges Wasser und ein ganz kleines bisschen salzig. Das ist dann tatsächlich auch erwünscht, weil unser Kondensationswasser aus unserer Kondensationsgrube ja eigentlich destilliertes Wasser ist. Und destilliertes Wasser alleine ohne Mineralien drin sollte man nicht trinken. Da gibt es jetzt verschiedene Ideen. Idee Nummer 1, um eben das Problem mit dem destillierten Wassersaufen zu umgehen, besteht darin, dass man unten noch einen Stein in sein Gefäß reinschmeißt, mit dem man destilliertes Wasser auffängt. Der Stein allein enthält schon genügend Mineralien, um eben zu verhindern, dass das destillierte Wasser wirklich destilliert
destilliert ist, sondern ist dann auch wieder mit Mineralien angereichert, ausreichend, um bei uns keinen Schaden anzurichten. Oder Variante 2, eben einen kleinen Anteil Salzwasser hinzufügen. Letzteres hat den großen Vorteil, dass man netto dann am Ende mehr Wasser hat. Ja. Muss man aber gucken, darf auf keinen Fall allzu salzig schmecken. Muss man schauen, inwiefern einem das gut tut, ob man da nicht eher noch mehr so Durst von bekommt. Also wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Anteil Salzwasser ins Süßwasser. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie salzig das Salzwasser denn eigentlich ist. Nochmal, also in der Grube, je nachdem, es sollte deutlich weniger salzig sein als das Salzwasser, das man direkt zum Beispiel aus dem Meer zum Vergleich auch mal kurz probieren kann, damit man eine Vergleichsmöglichkeit hat. Im Übrigen, selbst wenn die Insel keinen Süßwasserkern hat, also eine Süßwasserlinse im Boden, dann kommt man trotzdem ans Meerwasser sozusagen ran. Allerdings das Meerwasser, das bereits durch, ja, im besten Fall 30 oder 40 Meter Salz, Quatsch, das wäre schlecht, 30 oder 40 Meter Sand gefiltert ist und daher schon deutlich weniger Natriumchlorid enthält. Ne? Also das an sich ist auch schon durchaus eine valide Methode. Die Idee dazu ist von Survival persönlich, muss also gut sein. Ja, Rüdiger Neberg. Gut, ja, das wollte ich zur Wassergewinnung noch kurz erwähnt haben. Bei Oberflächengewässern, wie gesagt, desinfizieren, PET-Flasche, abkochen geht natürlich auch. Übrigens dieses Gerücht, man muss das ach so furchtbar, was weiß ich, wie lange kochen, habe ich mal gesagt, stimmt nicht. Stimmt in den Tropen leider schon, weil da gibt es tatsächlich Krankheitserreger, Giardia zum Beispiel, die super resistent sind und die muss man wirklich lange kochen, noch besser autoklavieren, um die umzubringen mittels hoher Temperaturen. Die wohnen ja auch wo es gar nicht mal so kalt ist. Und da gilt dann tatsächlich in den Tropen, nicht bei uns. Bei uns einmal aufkochen, fertig, alles tot. Ja, was danach nicht tot ist, das ist kein Krankheitserreger. Punkt. Ja, kannst du vergessen. Also in Deutschland brauchst Wasser nicht eine halbe Stunde kochen. Das ist Quatsch. Das stimmt einfach schlicht und ergreifend nicht. Das haben sich irgendwelche Leute mal ausgedacht, weil eben ja irgendjemand das mal in ein Survival-Handbuch geschrieben hat für die Tropen. Und dann muss das bei uns ja genauso sein. Ist nicht der Fall. Ja, und aber trotzdem, in den Tropen, ja, da würde ich es auch 20 Minütchen, eine halbe Stunde vor sich hin köcheln lassen, das Wasser, wenn das dann die Entkeimungsmethode meiner Wahl wäre. Wäre sie aber nicht. Genau genommen brauche ich ja eigentlich sowieso kein Feuer, beziehungsweise theoretisch, ne, in dem Konstrukt, das ich mir so ausmale, weil Nahrung, ganz ehrlich, Schnecken kochen, Muscheln, also höchstens Kokosnuss und die muss man eben nicht kochen. Ja, die kann man auch, gut, dann schmeckt sie vielleicht ein bisschen besser, aber die kann man auch dann roh futtern und ja, ich bin da, was das angeht, durchaus Kostverächter. Deshalb mache ich ja sowas auch nicht mit und würde es auch nicht mitmachen wollen, eher so rum. Ne? Gut, ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, Feuer machen. PET-Flasche, nochmal PET-Flasche. Feuer machen, PET-Flasche, Wasser rein, Wasser mit Wasser gefüllte PET-Flasche als Brenngas verwenden, super trockenes Material damit anzünden, zack, brennt, kann jeder. Ist wirklich ganz einfach, kann jeder. Da muss man nichts für können, in den Tropen wohlgemerkt. Ja, es spielt eine Rolle, wie nah man sich am Äquator befindet. Das hängt davon ab, wie viel UV-Strahlung jeweils durch die Atmosphäre durchkommt. Und am Äquator ist das eben außerordentlich viel. Und die ist es letztendlich, die Energie genug, reich genug ist, um Sachen anzuzünden. Und die muss man jetzt noch bündeln. Das funktioniert mit der PET-Flasche mit viel Wasser drin. Das funktioniert noch viel besser mit der Glasflasche mit wenig Wasser drin. Dass man dann also eine richtig schöne Linse auf einer wunderbaren, sauberen, geschliffenen Glasflasche bekommt. Auch sowas könnte man am Strand finden, überhaupt kein Problem. Glasflasche, sofern sie dann zu ist, schwimmt auch ganz wunderbar. Kann also auch Müll sein, der angeschwemmt wird. Theoretisch tut es auch einfach nur eine Glasscheibe, die noch eine ausreichende Wölbung aufweist, um in der Mitte ein bisschen Wasser halten zu können. Dann packt man da einfach so ein bisschen Wasser rein und zack, hat man auch wieder sein Brennglas. Und dann kann man in dieser Richtung sehr, sehr viel machen. Jetzt bin ich da bei weitem kein Profi, aber nach dem, was man so hört, ist die Verwendung des PET-Brennglases bei super hohen Temperaturen, so mehr oder weniger auf Höhe des Äquators, tatsächlich eine relativ einfache Angelegenheit, eben wegen der intensiven UV-Strahlung, die genau das ist, was dann was anzündet. Weshalb ich mir auch ziemlich sicher bin, dass weder der Otto noch der Fritz auf die Idee kommen werden, zu versuchen, nennenswert Feuer zu bohren, sondern hoffentlich eben Brennglasmethodik einsetzen, bei schönem Wetter, um mal ein Feuer in Gang zu bekommen. Und wenn man in seinem
Leben schon ein paar Feuer gemacht hat, dann weiß man, was man tun muss, damit ein Feuer nie wieder ausgeht, beziehungsweise wenn es über Nacht erloschen ist, dann hat man am nächsten Morgen noch Glut, nachdem es vorher einfach viele Stunden lang gebrannt hat. Das gilt auch in den Tropen, auch mit den Hölzern, die du da so verheizen kannst, auch die glühen lange genug. Zum Teil glühen sie sogar noch deutlich länger als unsere, weil sie eine höhere Dichte haben. Wenn du da also wirklich richtiges Holz reinschmeißt in dein Feuer und auch richtiges trockenes Holz gefunden hast, das ist natürlich dann nochmal ein gewisses Aber, und ob und vielleicht, falls man das zur Verfügung hat, aber dann wäre mit ein, zwei, drei, vier Mal, mit einmal Feuer machen quasi für 7 Tage Feuer gesichert. Das geht dir dann eigentlich normalerweise nicht mehr aus. Gerade auch wenn es viele, viele Stunden gebrannt hat, und zwar lichterloh, und zwar richtig intensiv, weil wenn du Brennmaterial findest, dann findest du hoffentlich auch viel Brennmaterial, dann übersteht das auch einen starken Regenguss, ohne auszugehen. Ja, und davon abgesehen, ansonsten kann man auch nochmal Feuer machen. Und wie der Otto ja auch irgendwo gesagt hat, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Feuer wird glaube ich ein wenig überbewertet. Und dem würde ich mich anschließen wollen. Weil um Nahrung geht's nicht und Wasser aufbereiten geht auch anders. Und damit ist Feuer gar nicht unbedingt so notwendig. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht doch auch mal kalt auf der Insel werden könnte. Das war ja so ein Punkt, den Survival Deutschland Stefan zum Beispiel angemerkt hatte, dass bei der verkrusteten salzigen Kleidung, wo das viele Salz drin hängt und das dann alles so ein bisschen klamm und bäh und pfui ist und dann doch mal ein Wind aufkommt und man dann doch noch mal zusätzlich nass wird durch Regen und es dann nachts vielleicht doch einigermaßen kalt werden könnte, das ist sicherlich eine Überlegung wert, aber ich kann es mir eigentlich in der Karibik kaum vorstellen. So, und apropos Karibik, das bringt uns dann auch zum letzten Punkt, die Insel und die Gefahren der Insel. Erzähle ich den meisten, glaube ich, nichts Neues, wenn ich erwähne, dass sich rumgesprochen hat, nachdem sich der eine oder andere viele Gedanken gemacht hat, wo das Ganze denn stattfinden könnte, dass wir uns zumindest mal in der Karibik befinden. Das habe ich ja selber damals noch erzählt in meinen ersten Videos, weil ich da Klimadiagramme verglichen habe und so weiter und dann eigentlich nur die Karibik bei rauskommt. Zweiter wesentlicher Faktor, den man im Hinterkopf haben muss. Wenn ein Knossi ins Gebüsch geht, von der Spinne gebissen wird und sofort tot ist, ist das schlechte Publicity. Das gilt für alle anderen auch, die nicht Tropenerfahrung haben. Das gilt auch für den Sascha Huber und für die beiden Damen und wahrscheinlich für den Fritz. Naja, weiß ich nicht, was der sonst so getrieben hat in seiner Freizeit. Beim Otto gehe ich davon aus, dass der irgendwie scheinbar weiß, was er da tut. Scheinbar, ja. Ich gucke jetzt auch längst nicht alles von dem, daher, aber er wirkt jedenfalls so, als ob er ungefähr wüsste, was er da tut. Das ist aber trotzdem immer noch ein wesentlicher Knackpunkt, wenn da halt wirklich tödliche Giftviecher auf dieser Insel wären. Und jetzt mal davon abgesehen, dass das rechtlich durchaus schwierig wäre, dann da irgendwie mit den Konsequenzen klarzukommen, dass es nicht unbedingt gut für die Publicity ist, Teilnehmer von Seven vs. Wild umzubringen. Daher gehe ich schwer davon aus, dass es kaum Giftviecher und damit kaum weitere tierische oder sonstige Naturgefahren abseits von Wassermangel, Hitze und der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von Kälte geben wird. Und was im Wasser los ist, habe ich keine Ahnung. Ne? Also wenn du schwimmen gehst und dann kommt der Hai und frisst dich, ist meines Wissens sehr unwahrscheinlich, aber ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Ja? Meines Wissens ist vom Hai gefressen werden nahezu fast unmöglich. Aber Krokodil gibt es da garantiert auch nicht. Davon mal abgesehen. Ja? Aber Wasser, kein Schimmer. Ja? Da müsst ihr den Robert Mark Lehmann fragen. Der sagt ja dazu immer mal wieder gerne was. Habe ich den Eindruck. Was ja auch gut ist. Das ist ja sein Job. Genau wie meiner. Ja, von daher. Gut. Nur nicht zum Wasser. Ja, bei er Wasser, ich nicht. Ich Wald. So, jetzt stimmt's wieder. Gut. Jedenfalls Insel. Insel ist jetzt tatsächlich ein wesentlicher Faktor, weshalb ich behaupte, dass es dann gar nicht so gefährlich sein kann, weil die ganzen Giftviecher, die es am Festland gibt, die müssen auf die Insel ja erstmal draufkommen. Und das führt dazu, dass wir generell in der Ökologie von Inseln immer eine reduzierte Biodiversität im Vergleich zum Festland nebendran haben. Denn je nachdem, wie alt die Insel ist, ob das jetzt ein paar Millionen oder ein paar Jahrhunderttausende oder gar nur ein paar Zehntausende von Jahren sind, hatte die viel oder eben nur sehr wenig Zeit, um eben überhaupt die ganzen Arten des Festlandes abzubekommen. Auf den Inseln gibt es daher entsprechend immer relativ viele Vögel, weil die können einfach rüberfliegen. Die sehen das Ding von Weitem, die fliegen dahin und dann sind sie da und da ist sonst noch niemand, dann bleiben sie da, dann bilden sie da eine Population. Und
Das passiert sehr, sehr schnell. Ein gewisser Austausch der Vögel mit den Festlandpopulationen besagter Vögel führt dazu, dass dann im Gefieder gerne auch mal Samen entsprechender Pflanzen mitgebracht werden, die in der Lage sind, Samen zu haben, die mittels Vogel transportiert werden können. Außerdem eine Kokosnuss, das hatte ich ja bei der Kokosnuss-Exkurs schon erwähnt, die ist schwimmfähig, schwimmt einfach rüber zur Insel, buff, Kokosnuss auch da. Ja, das wäre also durchaus auch vorstellbar, dass da im Rahmen der natürlichen Verbreitung tatsächlich auch die Kokosnuss angekommen sein könnte oder eine andere ähnliche Pflanze. Kakteen haben auch sehr, sehr kleine Samen beispielsweise, die per Vogel transportiert werden können. Nur, weil es eben häufig nicht unbedingt per Vogel transportiert wird, sind eben Spinnen, sonstige Giftviecher, gar Schlangen, sonstige Reptilien. Das funktioniert alles im Regelfall nicht. Das kommt auf einer Insel gar nicht bis hin zu sehr, sehr, sehr spät, sehr, sehr unwahrscheinlich an. Prominentes Beispiel El Hierro ist meines Wissens die jüngste und kleinste, weiß nicht, ob die kleinste, aber zumindest die jüngste kanarische Insel, ne? Teneriffa und so, Kanaren kennt man. Und die hat tatsächlich eine Eidechsenpopulation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nagelt mich nicht fest, ob es wirklich El Hierro gewesen ist, aber man kann sich diese Eidechsenpopulation nur mit dem unglaublich unwahrscheinlichen Fall erklären, dass eine Eidechse bzw. ein paar Eidechsen, mindestens ein paar Männlein und ein paar Weiblein, auf einem Baumstumpf gelebt haben, der an der Küste von Afrika stand. Und eines Tages gab es schlechtes Wetter, die Eidechsen sind auf ihren Baumstumpf gekrackelt, ihr Baumstumpf wurde von zum Beispiel einem Blitz oder einem Sturm oder was auch immer von der Küste runtergerissen, ins Meer geschleudert, die Eidechsen alle obendrauf mit der Nase in den Wind und sind dann mittels ihrem Baumstammfloß per Zufall, super unwahrscheinlicher Zufall, rüber nach El Hierro, jetzt tun wir einfach mal so, als wäre es El Hierro, getrieben, landen da mit ihrem Baumstumpf an, gehen auf die Insel. Auf der Insel sind erfreulicherweise schon genügend Pflänzchen und Käferchen, die Eidechsen gerne fressen, angekommen. Und die können sich da ernähren, vermehren sich und bilden die El Hierro Spezialeidechse, die im Verlauf von wenigen tausend Jahren zu einer eigenen Art geworden ist und nur auf El Hierro vorkommt. Jetzt hoffe ich wirklich, dass es die richtige Insel gewesen ist. So, sowas kann passieren, ist aber hochgradig unwahrscheinlich und das führt insbesondere in der Karibik und um Panama, um mal das die Nation zu nennen, in der wir uns wahrscheinlich befinden werden, auch im Pazifik, ja, also nicht auf der Kuba-Seite, sondern auf der anderen Seite vom Panama-Kanal, da könnte es dann auch potenziell passiert sein, dass sowas mal vorgekommen ist und eine Insel auf diesem Weg auch von größeren Tieren besiedelt worden ist aber super, super unwahrscheinlich. Jetzt kann es natürlich noch sein, dass man da im Laufe der Jahrhunderte der menschlichen Besiedlung mal irgendwann was ausgesetzt hat, was giftig ist, ist aber auch wieder super, super unwahrscheinlich. Und für die meisten Karibikinseln, also die Kuba-Seite vom Panama-Kanal, gilt, da gibt es so gut wie keine Giftviecher. Ja, und als zum Beispiel der Robert Mark Lehmann dem Fritz ein Video gedreht hat, in dem er Orte für Seven vs. Wild Staffel 2 vorgeschlagen hat, und zwar Inseln, hat er Dominica, glaube ich, als richtig guten Ort empfunden. Warum? Weil da gibt es keine Giftviecher. Und das wäre zum Beispiel eben eine dieser typischen Karibikinseln, auf denen einfach die Giftviecher noch gar nicht angekommen sind, weil die Insel noch nicht so alt ist und die Evolution einfach noch nicht so weit ist, dass die Giftviecher da angekommen sind. So, und im Fall dieser kleinen Inseln da im vor Panama sozusagen, also südlich, da gehe ich auch schwer davon aus, dass da die allermeisten Giftviecher noch nicht angekommen sein werden. Im Übrigen, ob es jetzt eine bestimmte Insel ist oder nicht, spielt da gar keine große Rolle. Dass es allerdings eine bestimmte Insel ist, weil die teilweise vermietbar ist, verpachtbar ist und damit dann auch umfassende Nutzungsrechte der Insel einhergehen, die Seven vs. Wildnasen brauchen werden, um das Ganze rechtlich hinzukriegen, weil Panama wahrscheinlich auch keine Lust hat, irgendeine wertvolle Urwaldinsel, die viele seltene Arten aufweist, sich da einen Shitstorm zu holen, indem sie da eine YouTube-Unterhaltungsshow drauf zulassen, die Bäume fällen, Viecher stören und auf der Insel rumrandalieren beinhaltet. Ja, daher gehe ich schwer davon
davon aus, dass diese Insel weder Naturschutzgebiet sein wird, noch eben irgendwas anderes Wertvolles. Und außerdem eben aus rechtlichen Konsequenzen, insbesondere falls sich da jemand verletzt und so weiter und so fort. Und außerdem noch eine Infrastruktur da sein muss, damit das Rettungsteam dahin kommt und so weiter und so weiter. Könnte es durchaus sein, dass es eben besagte mietbare Insel ist, mit der diese Abenteuergesellschaft, mit der der Fritz da ja zusammenarbeitet, beziehungsweise Fritz und Team da zusammenarbeiten für Seven vs. Wild Staffel 2, mit dieser Insel auch schon in Verbindung gebracht worden ist. Ja, ist also verdächtig. Verdächtig. Muss nicht die sein, kann auch eine nebendran sein, ändert nichts an der Gegebenheit, dass da einfach nicht mit nennenswerten Giftviechern zu rechnen ist. So, und damit bleibt als Gefahr Wassermangel, die Temperaturen, die hohen Temperaturen, Verletzungen mit Werkzeug etc. pp. Und alles, was im Wasser so lauert, von dem ich keine Ahnung habe. Das war's. Ja? Und damit würde ich tatsächlich, anders als die wirklich ganz konkrete Gefahr der niedrigen Temperaturen in Schweden, insbesondere wenn man keinen Schlafsack dabei hat, immer noch großen Respekt vor Fabio, ich habe, wird das wahrscheinlich eine relativ einfache Angelegenheit. Und selbst wenn man bloß eine Machete hat, müsste es im Grunde eigentlich, sofern man das Wasserproblem irgendwie mittels PET-Flasche nochmal gelöst bekommt und mittels Lochgraben oder mittels sogar verfügbarem Frischwasserzugang, weil da irgendwo eine Quelle ist, dann sollte es auch nur mit einer Machete tatsächlich möglich sein, notfalls 7 Tage am Strand rumzuliegen. Und dann die bösen Sandflöhe und Sandläuse und Sandfliegen und so weiter und so fort, die ganz häufig bei meinen letzten Videos in die Kommentare geschrieben worden sind. Ich meine, die gäbe es da auch nicht. Und ich finde es auch interessant, dass die Mücke, die es da sehr wohl gibt, Moskito, ne, überträgt noch nicht mal Malaria in der Ecke. Ja? Also ich will mich jetzt überhaupt nicht drüber lustig machen und ich würde das niemals durchhalten. Das wird anstrengend genug und garantiert auch fies genug und schwierig genug für die Teilnehmer. Keine Frage. Aber im Vergleich zur Tödlichkeit anderer tropischer Regionen dürfte diese Insel wirklich ein ziemlich lauschiges Plätzchen sein. Ja? Und ja, vielleicht ist das übrigens, um nochmal kurz auf Alone zurückzukommen oder allein im Deutschen, also so ein bisschen die Inspirationsquelle für Seven vs. Wild, da muss man natürlich ganz klar machen, Alone dauert so lange, wie es dauert. Die hocken da Monate draußen, wenn es sein soll, bis halt alle bis auf den letzten aufgegeben haben. Nicht nur 7 Tage, was natürlich auch nachvollziehbar ist, dass es trotzdem nur 7 Tage geht beim Fritz. Der hat ja einfach nicht ewig Zeit und die anderen Leute haben auch nicht ewig Zeit, um da monatelang auf der Insel zu hocken. Aber das ändert schon viele, viele Grundvoraussetzungen, wie eben das Thema Nahrung spielt im Grunde keine Rolle. Und notfalls bist du 7 Tage lang nass, das machst du auch nicht monatelang, aber für 7 Tage kannst du das mental vielleicht durchhalten. Und das ändert schon vieles. Und das unterscheidet ein Seven vs. Wild schon von Langzeit-Survival-Ansätzen, wie 300 Tage auf Insel und solche Späße. Ja. Andererseits ist die Ausrüstung sehr stark limitiert. Das muss man natürlich dann auch schon nochmal klar machen. Bei Alone hast du standardmäßig 10 Gegenstände. Das ist schon ziemlich umfangreich. Da kann man sehr, sehr viel mit anstellen. Wobei auch die Auswahl der Gegenstände, da darf zum Beispiel auch kein Zelt dabei sein. Du kriegst nur ein vorgefertigtes Tarp von denen. Das ist auch noch aus Baumwolle, Schrottding. Also Baumwolltarps sind cool, aber viel schlechter als Plastik. Tatsache. Na? Das ist einfach so. Abgesehen davon, dass man sie noch als wärmende Decke verwenden kann, das ist ein Vorteil, aber ansonsten in jeder Hinsicht schlechter als Plastik. Gut, aber gut, jetzt habe ich tatsächlich fertig, glaube ich. Das ist auch schon wieder länger geworden als erwartet. Überraschung, wer hätte damit gerechnet? Ich freue mich, ich habe da Bock drauf, werde mir das gerne angucken. Und wer es nicht interessiert, der guckt es nicht an. Und wenn meine Berichterstattung dazu nicht interessiert, der guckt sie nicht an. Und dann sind wir alle fein und alles gut. Und gibt ja genug andere Probleme in der Welt, über die man sich sinnvollerweise und berechtigterweise aufregen kann. Daher hoffe ich, das ist wirklich völlig in Ordnung, wenn man das einfach mit ganz viel Frieden, Freude, Eierkuchen und gesunden Menschenverstand angehen, dann sollte das auf jeden Fall irgendwie über die Bühne gebracht werden können. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.